So, willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir machen jetzt Du hast weiter. mich gerettet. Überrascht? Es ist nur, du siehst eher wie eine Mörderin aus, nicht wie eine Heldin. Deine Frau bat mich, nach dir zu sehen. Sie war besorgt. Meinetwegen? Tja, nach reichlich Wein. Ja, das klingt ganz nach ihr. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Deine Frau scheint nett zu sein. Nun, sie hat Geschmack. Einen recht teuren. Die Messer nehmen und nehmen und nehmen. Ich weiß nicht, was sie macht, wenn ich nichts mehr hab. Ich weiß, dass sie mich liebt. Nur will ich nicht herausfinden, wie sehr sie mich liebt. Aber du verdienst eine Belohnung. Ich habe eine Notreserve, Drachmen, in einer Höhle hinter einem Wasserfall, nicht weit von hier. Sie liegt direkt nördlich von da, wo mein Karren brach. Nimm, was du für angemessen hältst. Nur lass etwas für mich und meine Frau übrig. Ich sollte meine Drachmen aus dem Versteck des Bauern in der Höhle holen. Nun, wenn er nicht mehr so viel hat, sollten wir dann nicht eigentlich alles da lassen? Ich meine, wir haben genug Drachmen. Und Drachmen fehlt es uns jetzt nicht. Naja. Was immer du sagst, Cassandra, dann machen wir das halt. Wenn es zur Quest gehört, ne? Ella. Dann gönnen wir uns die Drachmen. Machen wir hier ein bisschen Feuer. Feuer! Ich sehe echt überhaupt nichts. Holy shit. So, jetzt ist besser. Und das war eine dunkle Waldgegend. Holy shit. So. Sollen wir den Außenposten mitnehmen? Ja, komm. Machen wir den mal ganz schnell. So. Zwei, eins, tot. Tot. Und tot. Ja, so einfach kann das gehen. Und mich jagen die ganze Zeit Soldaten, wie die fliegen. Obwohl sie wissen, dass sie sterben. Weiter geht's. Wo ist mein Pferd? Komm her. Hello. Oh, der will uns aber. Der will uns. Guck mal, wie der läuft. Sag's doch, beim Graben in Höhlen. Was habe ich euch gesagt?
Was habe ich euch gesagt? Das Geheimversteck des Ehemanns. Was habe ich euch gesagt? Dass das zur Quest gehört? Habe ich es nicht gesagt? Ich habe es gesagt. So, gucken wir mal ganz kurz auf die Map. Also, die linke Hälfte haben wir gemacht. Dann hier fehlt uns nur noch dieses Fragezeichen. Dann haben wir diesen Ortschaft auch. Das machen wir jetzt. Los, Phobos! Los, Phobos! Ah, erstmal Game Lag, nice. Hat wohl die Ruine nicht geladen. So. Hier irgendwo gibt es noch eine Höhle anscheinend. Oder es war ein Bug. Gibt es auch häufig. So. Dann hätten wir das soweit geklärt. Dann sollten wir in die Stadt als nächstes oder hier nach rechts. Das ist halt jetzt die Frage. Ich glaube, wir werden erstmal den ganzen anderen Kram machen, bevor wir in die Stadt gehen und die Mission annehmen. Komm schon, komm. So, noch eine Ruine oder Tempel. Ah, Ruine. Aber die gefällt mir.
Das hätten wir auch gemacht. Dann gehen wir hier hin. Was denkt ihr eigentlich, wie teuer die PS5 sein wird? Also ich schätze mal so um die 600 Euro wird das kosten. Weil ich in einem Video gehört habe, dass allein die Produktion um die 450 Euro kosten wird. Und die wollen ja natürlich auch Gewinn dadurch erzielen. Also obwohl die gerade einen Konkurrenzkampf haben zwischen Xbox und PS5, keiner will zuerst den Preis veröffentlichen. Weil Xbox da letztes Mal einen Fehler gemacht hat. Aber ich denke so um zwischen 500 und 600 wird es auf jeden Fall kosten. Bin auf jeden Fall gespannt. Hitman 3 wird rauskommen, Resident Evil, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Valhalla sowieso. Alpha-Tier erlegen. Wer ist dann hier Alpha-Tier? Ah. Ein Alpha-Bärchen. Na mach! Ich drück doch Kettenangriff, hallo? Alles klar. Der lässt mich meinen Kettenangriff nicht machen. Was für ein Bullshit. Manchmal ist es so verbuggt, das regt mich auf. Und das Schlimmste ist, die updaten solche Bugs nicht mal. Und dafür zahlen wir Geld, weißt du? Regt mich auf, sowas. So, gucken wir mal. Wir könnten, glaube ich, mit dem kleinen Boot dahin segeln, ohne dass es kaputt geht. Messer des Achilleus, Questgegenstand, nice. Na. Where's my boat? Da ist mein Boot. So. Das hätten wir geschafft. Und ich musste die Truhen nicht mal markieren. Bin echt stolz drauf. sonst markiere ich mir hier immer alles. So. Ja gut. Next würde ich sagen. Next.
Bin echt gespannt, wie Resident Evil 8 sein wird. Also für diejenigen, die den Trailer gesehen haben, es war so geil. Achtung Spoiler. Es gab Werwölfe. Das war so krass geil, dieser Trailer, aber der kommt erst 2021 raus leider. Also die meisten guten Spiele sind erst für nächstes Jahr. Und Ende diesen Jahres kommt halt Assassin's Creed und Cyberpunk und so weiter. Also Cyberpunk soll ja jetzt im September kommen, wenn es nicht schon wieder verschoben wird. Und Assassin's Creed Valhalla gegen Ende des Jahres, ich denke mal so Oktober oder November wird das kommen. Und ja. Ich freue mich so riesig auf das neue Assassin's Creed, glaubt ihr mir gar nicht. Ich freue mich so sehr, dass ich keinen Bock mehr habe, andere Titel zu zocken. Ich will endlich in dieses Wikinger-Feeling. Wölfe reiten und Rituale und Gräber ausgraben und legendäre Waffen finden. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. Und bis dahin werden wir uns noch mit Assassin's Creed Odyssey und eventuell, wenn wir noch Zeit haben, mit einem anderen Spiel beschäftigen. Mal ganz kurz auf die Map. Also hier haben wir anscheinend zwei Sachen verpasst. Gut, machen wir erstmal diesen wie nennt man diese Salzbergbau oder keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Und daneben ist auch noch ein Alpha-Tier. Und dann haben wir nicht mehr viel hier, was wir machen können. Wir können dann hoffentlich noch in der nächsten Folge zur nächsten Insel. Gut, eine etwas größere Mine. Kupfermine ist das, okay. Sehr interessant. Haha. Gehört jetzt mir. Lässt sie gefälligst in Ruhe. Hallo? Ich befreie sie doch nicht, damit ihr sie jagen könnt. So, das war ein guter Ablenkungsmanöver. Dann können wir hier rein. Doch ein bisschen Licht machen. Ich
schon wieder ein Questgegenstand. Sehr gut. Genau deswegen lohnt es sich eigentlich in der Regel, diese Orte vorher zu nehmen. So. Nein, hier ist niemand, hier ist niemand. Nö. Hier ist niemand. Weißer Eber. Wow. Ein sehr spezielles Tier. So. Da haben wir nicht mehr viel, ne? Nur noch hier eine Quest. Segeln wir mal runter, aber vorher nehmen wir dieses Fragezeichen. Also was heißt segeln, reiten? Mein Gott, ich sag segeln. Bleib hier. Sehr gut. Los geht's. Los. Keine Zeit für euch, sorry. Scheint eine Ruine zu sein. Komm schon. Gucken wir mal. Und ja, es ist eine Ruine. Dos, tres und cuatro. Nice. GGVP. Hat Spaß gemacht, Jungs. Adios. Also, das können wir nicht statt. Geronimo. Und los geht's. Und los geht's. Oh, oh. Wie die direkt rumstöhnen, nur weil man hier eine Kiste aufgemacht hat. Keiner gesehen. Hat auch keiner gesehen.
So, machen wir hier die Quest. Du sagtest, jemand hat etwas gestohlen? Jemand hat etwas gestohlen? Sieh dich um! Banditen haben fast alles mitgenommen. Und was das Schlimmste ist, auch die Vase meiner Familie. In so vielen Generationen. Einfach fort! Nicht sein Ernst, der ahmt uns einfach nach. Du bist reich. Kauf dir einfach eine neue Vase. Eine neue Vase? Hast du nicht zugehört? Es ist ein Familienerbstück. Doch, so ich hab dir zugehört. Wie aber viel ist du... dir diese Vase wert? Ich würde eine beträchtliche Summe dafür bezahlen. Eine äußerst großzügige Summe. Wenn er so respektlos ist, sind wir auch respektlos. Meinst du die? Ich hab deine Vase schon meine gefunden. Meine Vase! Du hast sie! Meister, ich habe Bedenken. Was denn für Bedenken? Woher wissen wir, dass diese Söldnerin nicht zu denen gehört, die sie gestohlen haben? Das ist eine gute Frage. Lass mich allein mit ihr reden, um es herauszufinden. Noch ein Beispiel dafür, warum du mir fehlen wirst, wenn du fort bist. Söldnerin, ich weiß, dass du die Vase von den Banditen hast, doch darum geht es nicht. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Solange ich nicht weiß, worum es geht, kann ich nicht sagen, ob ich dir den Gefallen zusage. Du bist bereit, mich anzuhören. Das ist ein Anfang. Von welcher Art Gefallen sprechen wir? Mein Meister sagte mir, dass er mich nach der kommenden Sommersonnenwende freilassen will. Aber ich will nicht fort. Bitte sag, dass ich den Banditen gesagt habe, wo sie die Vase finden. Und dann, als Wiedergutmachung, biete ich meine Dienste an. Und? Wer stahl meine Vase? Ganz kurz, stopp mal das Video und spult mal vor, wo er angefangen hat zu reden. Da stand unten bei dem Untertitel, aber ich nicht gehen oder ich nicht zurück oder so. Das Will stand da nicht. Deswegen musste ich so lachen. Es waren Banditen, die sich in der Kupfermine im Norden versteckt hatten. Nun, ich hab sie wieder. Also gibt es noch Gerechtigkeit. Hier die versprochene Belohnung. Weißt du, dein Sklave ist sehr loyal. Du hast ihm zwar seine Freiheit geschenkt, aber vielleicht behältst du ihn bei dir. Er würde das auch wollen. Ist das wahr? Du willst bleiben? Ja, das möchte ich. Warum hast du dann nichts gesagt? Ein Sklave darf Anweisungen nicht in Frage stellen. Stimmt das nicht, Söldnerin? Auch wenn du ein Sklave bist, dein Leben gehört immer noch dir. Du hättest einfach fragen sollen, ob du bleiben darfst. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung, Meister. Es wird nicht nochmal vorkommen. Es ist vergeben. Alles kam, wie es kommen sollte. Sehr gut. Das hätten wir damit abgeschlossen. Holen wir ganz kurz den Aufsichtspunkt und dann beende ich das Video. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge dann wieder. So. Come on.
So. Ja, ich mache hier eine ganz kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Haut rein.